Einen. Nee, nochmal. Ein herzliches Moin, meine lieben Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Gary. Herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Und, ich weiß jetzt, wo ich hin muss. In der letzten Folge haben wir hier ja dieses komische Nest hier ausgeräuchert. Und, der nette Jacob ist hier immer noch am Blubbern. Und ich habe jetzt. Ah, ich habe hier einen Schlüssel aufgenommen. Jetzt weiß ich auch, wofür der war. Oh. Das gefällt mir nicht, dass hier so viel Zeugs rumliegt. Private. Da kann ich nicht rein. Ey, ich habe keinen Plan, was ich hier machen muss. Ich dachte, hey, geil. Hier komme ich endlich mal weiter. Nee, doch nicht. Okay, liebe Freunde und Freundinnen, ich werde mich hier nochmal wieder mal ganz kurz umschauen oder vielleicht auch mal im Internet nachsehen, was ich hier machen muss. Weil ich habe nicht den blassesten Schimmer, was ich hier jetzt tun soll. Was? So haben wir überlebt. Ja, halt's Maul. Doch das haben wir vergessen. Und nun zahlen wir die Zeche dafür. Hey. Jetzt steht der Kollaps davor. Und dieses Mal sind die Leben weniger. Wo zum Geier muss ich hier hin? Okay. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, liebe Freunde, ich hab's jetzt gefunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist ein Raum hier drinne, irgendwo. Und zwar das Zimmer 306. So, anscheinend. Okay, hier ist 301. 303. 304. 306. Okay. Ah, da läuft Musik. Die Mörser und MGs da draußen. Sei kreativ. Die haben eine Menge Spielzeug. Okay. Ah, toll. Die Musik, die läuft. Und eigentlich ist die GEMA geschützt. Oder halt. Finde ich richtig toll, dass ihr jetzt Musik abspielt und ich die nicht unterbrechen kann. Schokolade. Auch wenn es richtig geile Mucke ist. Ich stehe da voll drauf. Wo ist ein Mörser? Verdammt, scheiße. Ich habe gleich richtig ein Problem. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Kacke. Sind da. Ich werde versuchen, hier mal andere Mucke reinzuspielen. Wo sind die anderen?
Mhm. Würde ich auch sagen. So. Was? War. Und wo? Boah, das ist ein Spray ein bisschen. Aber egal. Ach, da. Okay, vom See. So. Komm, Helikopter. Oh nee, da ist auch noch. Erste Hilfe, nein. Hallo, geh weg. Geh da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wo ist der Heli? Ist jetzt der... Fliegt er jetzt einmal drüber oder was? Na komm, ich baller einfach ein ganzes. Tschüss. So, irgendwelche bösen Buben da. So. So, sichere das Gebiet. Vorne fahren Sektentrucks vor. Alles klar. Wo? Da. Gewesen. Da kommen noch mehr. Helis im Anflug. Da. Okay. Oh nee. Das ist ein Dicker. Okay, ich geh mal rein. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Jetzt geht hier die Action los. Hier. Flo. Weißt du, ich hier, ne? Ein-Mann-Armee.
Die Jungs hier kriegen nichts hin. Hier. Tschüss. So, sonst noch jemand? Da. In die Hoden. Sieht aus, als wär's das. Klasse Job, Dad. Für mich bist du eine verdammte Heldin. Es sieht gut aus für Briggs. Die Whitetails sind auf dem Weg, ihn abzuholen. Alles klar. Mit Rock'n'Roll haben wir ihn geheilt. Sehr schön. Amigo, geht's dir gut? Hoffe ich doch. Du hast allen bewiesen, dass sie falsch lagen mit dir. Allen außer mir. Ich wusste immer, dass du's drauf hast. Wir sehen uns in der Den wieder, Deputy. Bis bald. Dankeschön. Yippie! Weißt du, Deputy, wenn es nach mir ginge, wärst du schon lange tot. Aber Joseph hat eine andere Vorstellung. Und er möchte mit dir reden. Und genau das wirst du auch tun. Keine Sorge, meine Jäger werden dich zu ihm bringen. Okay. Jäger, wo seid ihr? Oh Mist! Er ist schon wieder hinter dir her! Sei lieber vorsichtig! Diese Jäger können überall sein! Du wirst gejagt. Ein Einfangteam ist auf dem Weg. Okay. F für Hupe. Entschuldigung. Seid ihr das Einfangteam? So, wir sind jetzt die Jäger. Verdammt. Mann, jetzt wollte ich mal ein bisschen Action machen und dann... San Francis Veterans Center. Was? Einer von euch wird stark sein. Nicht nochmal. Verschwinde hier, Schwätzer. Ich weiß, du hast Schmerzen. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Hm? Aber du wirst nicht als Einziger geprüft. Wusstest du, dass ich eine Frau hatte? Nö. Wunderschön, oder nicht? Geht. Sie war schwanger mit unserem ersten Kind. Und wir waren eigentlich noch selbst Kinder. Ich hatte große Angst, Vater zu werden. Wegen des Geldes vor allem. Sie war unbesorgt. Sie war zuversichtlich, dass alles gut wird. Sie war immer zuversichtlich. Und dann eines Tages besuchte sie eine Freundin. Es gab einen Unfall. Und der Herr nahm. Und sie brachten mich ins Krankenhaus. In einen Raum mit diesem kleinen rosa Bündel, das an Schläuchen hing. Sie sagten, dass ich stark sein müsse. Und mein kleines Mädchen überleben würde. Gott hatte unsere Tochter gerettet. Und sie ließen mich allein in dem Zimmer mit ihr. Und ich starrte meine Tochter an. So hilflos, so unschuldig. Und sie hatte niemanden außer mir.
Ein Niemand von nirgendwo. Mit gar nichts. Und in diesem Moment wusste ich, dass Gott mich prüfen wollte. Er bereitete einen Weg für mich und ich musste mich nur entscheiden. Also legte ich meine Hand auf ihren kleinen Kopf. Und ich war ganz nah und konnte sie riechen. Und ich betete mit ihr. Ich bat um Weisheit. Ich bat um Stärke. Dann wusste ich es. Ich erkannte Gottes Plan für mich. Und dann legte ich meine Finger auf den Atemschlauch, der geklebt war an ihr engelhaftes Gesicht und drückte zu. Und dann nach einer Weile begannen ihre Beine zu zucken. Alter. Und dann nichts mehr. Stille. Ey, der hatte die doch zur Adoption freigeben können. Der gibt und der Herr nimmt. Schmerz. Entbehrung. Das ist alles Teil der Prüfung. Um zu zeigen, dass wir Gott dienen können. Was er auch verlangt. Gut gemacht. Ich schon wieder. Oh nee, nicht schon wieder. Nimm die bereitgestellten Waffen. Die Herde heulen. Großartig. Hey, und das alles nochmal. Gut, dünn die Herde aus. So, ja. Ich muss ja hier lang. Hallo, Ri. Du bist keine Heldin. So, es gibt noch mal. Ein paar Sekunden mehr. Oh nee, war das der Typ, der stottert? Ich hoffe nicht. Nein. Nice. Gut gemacht. Da. Nimm, jagen, töten, Opfer bringen. Jetzt Short. Er ist gut. Er ist gut. Ja, opfere die Schwachen. Nein, das will ich eigentlich nicht. Nächste Knifte. Hui. Tschacks. Gut. Und weiter geht's. Eieiei, jetzt mit dem richtig dicken Geschütz. Nicht übel. Hallo? Was heißt nicht übel? Ich hab mich angestrengt. Das kann ich dafür, wenn die Waffe so sprayt. Genau so. Töten, töten, töten! Oh. Yeah.
Was? Perfekt. Moment. Der sah anders aus. Und warum ist er umgefallen? Okay. Oh nee! Boah, wehe, wir haben den stotternden Typ da umgelegt. Du musst stark sein. Deputy, ich kann dir eins sagen. Ich sehe das Ziel. Einige von den Whitetails, naja. Einige von denen waren sich nicht so sicher, ob wir dich an Bord holen sollten. Aber jetzt schon. Nicht, weil ich was gesagt habe, sondern wegen dem, was du getan hast. Taten sprechen lauter als Worte. Die Leute kommen von überall, um sich uns anzuschließen. Du gibst ihnen neue Hoffnung. Darauf mussten sie lange warten, Deputy. Sehr lange. Och, nee. Deputy, hier ist Eli. Wollte mich nur melden. Du wurdest schon eine Weile nicht gesehen. Die Whitetails könnten hier draußen echt deine Hilfe brauchen. Sieh mal bei Gelegenheit bei der Wolfstein vorbei. Wir haben eine Menge Arbeit. Okay. Boah, okay. Liebe Freundinnen und Freunde. Ich werde mal... Zerstöre akustische Wolfsköder, okay. Ja, komm, dann machen wir das als nächstes. Und in der nächsten Folge. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Die Peggys haben alle Tiere mitgenommen. Und dann kümmern wir uns auch mal um Cheeseburger. Gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.